und erzähle euch was über die Gräber und Gedenkstätte Riga-Bekernki. Der Wald Riga-Bekernki liegt am Rande von Riga. Die dortige Gräber und Gedenkstätte wurde vom Deutsch-Riga-Komitee errichtet und ist gezielt nicht ausgeschildert. Dies soll ein Ort der Trauer sein und kein Platz für Massentourismus. Wenn man mit dem örtlichen Bus ankommt, und muss man noch am Wald ca. 10 Minuten laufen, bis man zur eigentlichen Gedenkstätte gelandet ist. Dort stehen unzählige spitzen Steine, die die Opfer der NS-Zeit in Riga symbolisieren sollen. Zwischen den Steinen liegen die flachen Tafeln mit den Namen der Städte, die Mitglied im Deutschen Riga-Komitee des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge sind. Die lettische Regierung kümmert sich nicht um die Gedenkstätte, auch nicht um die umliegenden Massengräber. Für viele Leute war die NS-Zeit nicht so schlimm, das hat unser lettischer Guide Janis erzählt. Gerade als er das sagte, fuhr die Polizei auf das Gelände der Gedenkstätte, um zu schauen, ob nicht wieder einmal Jugendliche Drogen oder ähnliches dort einnehmen. Dieses Bewusstsein, dass die lettische Regierung und die Jugendlichen die Zeit so unterspielen oder einfach vergessen, war für mich am schlimmsten. Man darf die Zeit nicht vergessen, denn wenn man sie vergisst, läuft man Gefahr, dass die Zeit wiederkommt. Und das müssen wir verhindern.